Das ist ja das große Ziel der Salzburger. Zum zweiten Mal in der Ära Red Bull das Double zu holen. Im ersten Mal gelang das 2012 unter Ricardo Muniz. Auch der hat dann die Salzburger nach dieser Saison verlassen. Ulmer. Mané gegen die Bonn. Sehr gut. Das Tackling von Christopher Dieber. Ja, Ralf Rangnick heute nicht hier im Hanapi-Stadion. Aber ich denke, er wird mit dem Sportdirektor der Rapidler, mit Andreas Müller, in den kommenden Tagen einmal die Causa Dibon besprechen. Er möchte unbedingt hier bei Rapid bleiben, hat in Salzburg noch Vertrag. Mané im Abseits. Die erste Abseitsposition eines Salzburgers im Spiel. Oh, ganz knappe Geschichte. Behauptet den Ball für Rapid. Er hat ja dafür gesorgt, dass Rapid in den letzten 8 Bundesligaspielen gegen Salzburg immer mindestens einen Treffer erzielt. Ramaglio auf Alan. Spiel von Mané. Der Ball von Ramaglio gedacht für Alan, diesmal Trimmel aufmerksamer. Wieder starkes Spiel von den Rapidlern. Auch wenn der Pass auf Burgstaller vom Widerer gespielt, dann nicht exakt genug war. Rapid gelingt es immer wieder, nach der Balleroberung sich aus der Bedrängnis herauszuspielen. Wenn man dann diese erste Verteidigungskette der Salzburger überwunden hat, dann ist sehr viel Platz da. Aber aus diesen Situationen, und es gab da die eine oder andere vielversprechende Kontermöglichkeit für Rapid, hat die Mannschaft von Zoki Barisic auch relativ wenig gemacht. Der Treffer ist ja nach einem Eckball gefallen. Hofmann auf Bord. Wieder Abseitsstellung von Sadio Mané. Und auch diesmal war es ganz eng und diesmal war es mit Sicherheit falsch. Clemens Schüttengruber, der Assistent auf der gegenüberliegenden Seite, da etwas zu voreilig. 45 Minuten sind um eine Minute Nachspielzeit in Hälfte 1. Noch einmal Rapid über Hofmann. Geschickt macht er das gegen Klein und dann kommt Marcel Sabitzer.
Nach längerer Zeit wieder ein vielversprechender Angriff der Rapidler. Beinahe erfolgreich abgeschlossen von Marcel Sabitz. Aber schauen Sie mal hier auf Steffen Hoffmann. Der macht das sehr geschickt gegen Florian Klein. Im richtigen Moment spielt er den Ball. Und Sabitzer macht das auch richtig. Versucht sofort hier abzuschließen. Ansonsten hätte nämlich Ramaglio eingreifen können. Salzburg erst zum fünften Mal in dieser Saison mit 0:1 im Rückstand in der Bundesliga. Danach konnten die Salzburger noch zwei. Der Dieter Muckenhammer pfeift die zweite Spielhälfte an. Salzburg nun von links nach rechts. Sabitzer im Abseits. Beide Mannschaften haben sehr drauf geachtet in der ersten Spielhälfte, nicht im Abseits zu sein. Naja, Kevin Schüttengruber liegt schon wieder falsch. Auch hier war Sabitzer nicht vorne. Wie in Hälfte 1, zumindest einmal Sadio Mane. Aus und deshalb erobert wieder den Ball. Burgstaller im Zusammenspiel mit Hofmann. War wichtig aus Sicht der Salzburger, dass Hinteregger diesen Pass von Hofmann verhindern konnte. Auch im Stadion der Teamchef Marcel Koller lässt sich das Duell zwischen dem möglicherweise bald Vizemeister Rapid und dem längst feststehenden Meister Red Bull Salzburg nicht entgehen. Lazaro erstmals am Ball, gestoppt von Trimmel, gibt Freistoß für die Salzburger. Bei Salzburg Kampel jetzt im Zentrum. Übernimmt also die Position von Leitgeb und Lazaro spielt rechtsoffensiv im Mittelfeld. Gewonnen ist diese Partie für Rapid mit Sicherheit noch nicht. Salzburg erzielte bisher nach der Pause in dieser Saison 61 Treffer, mehr als Rapid in beiden Hälften zusammen. 55 Tore sind Rapid bisher gelungen. Alla hatte übrigens in Spielhälfte 1 keinen einzigen Ballkontakt im gegnerischen 16er. Soriano nur einen einzigen. Also Salzburg ist einfach nicht in die gefährliche Zone gekommen, weil es den Rapidlern gelungen ist, vor allem das Zentrum dicht zu machen. Und die Partie vor der Pause sehr fair geführt. Wenige Fouls, jetzt nach dem Seitenwechsel geht es in den ersten Minuten sehr recht zur Sache. Und das sind solche Konzentrationsfehler, die im Spiel der Salzburger ganz deutlich zu bemerken sind. Erster Eckball nach der Pause für Salzburg, herausgeholt von Sadio Mane. Eckball Hofmann. Balleroberung von Lazaro, der rutscht aus, holt den Ball sofort zurück. Aber die Konterchance für die Salzburger ist dahin. Auch
Wieder so ein Fehler. Da sind sich Hinteregger und Ulmer nicht einig gewesen. Deshalb ist die Burgstaller an den Ball gekommen. Aber Rapid gelingt es nach wie vor sehr energisch, den Spielaufbau der Salzburger zu stören. Wieder Lazaro. Campo. Giuliano. Auf Klein, der setzt sich gegen Sonnleitner durch. Mané setzt nach. Schon wieder ausgerutscht. Also Lazaro und Mané sollten sich da Gedanken über Schuhwerk machen. Die rutschen da ein ums andere Mal aus. Soriano nicht im Absatz. Sehr zerfahren die ersten 5 Minuten nach dem Seitenwechsel. Beste Offensivaktion der Salzburger bisher, diese Aktion über Florian Klein. Da sind die Salzburger hier erstmals wirklich durchs Zentrum durchgekommen. Klein. Wittler ziehen sich relativ weit zurück jetzt. Und Terence Boyd hat sich wehgetan bei dieser Aktion, bei diesem Zweikampf mit André Ramalho. Hoffentlich keine Muskelverletzung beim bisher einzigen Torschützen am heutigen Abend hier in Hütteldorf. Ja. Wenn ich das richtig sehe, dann wird Beut hier an der Wade verarztet. Oder ist es doch der Knöchel? Auf alle Fälle ist es das linke Bein. So, alles halb so schlimm. Terence Boyd ist wieder da. Rapid ist wieder komplett. Mané. Rechts gibt es kein Flaggenzeichen. Bekommt den Ball erst jetzt durch Ramalho. Hat viel Platz. Guter Vorstoß von Florian Klein. War der Torschuss etwas übermotiviert. Sehr energisch im Zweikampf mit Stefan Ilsanker. Das war der 26. Zweikampf, den Terence Boyd am heutigen Abend geführt hat. Damit bestreitet er die meisten Duelle Mann gegen Mann von allen Spielern. Und 21 dieser Duelle führte Boyd per Kopf. André Ramalho angeschlagen. Da bekam er den Schubser von Beuth, dann der unglückliche Zusammenstoß mit Sabitzer. Und der Aufprall natürlich in dieser Situation das Problem für den 22-jährigen Brasilianer, der sich im Laufe dieser Saison zu einem ganz wichtigen Bestandteil dieser Salzburger Mannschaft gemausert hat, der in seiner ersten echten Bundesliga-Saison für die Salzburger auch sehr viel Erfahrung sammeln konnte, vor allem natürlich auf internationaler Ebene. André Ramalho schickt sich an, auch sofort wieder zurückzukommen. Ulmer vor Bayern Hofmann. Und dann nicht exakt genug der Pass auf Mané. Sehr viele einfache Bälle schenken die Salzburger heute her. Die Passgenauigkeit bei den Roten Bullen heute verbesserungswürdig.
Freistoß durch Dominik Widra. Auf Hofmann, der wird sofort von Alla attackiert und auch getroffen. Kleiner Disputa. Abseits des Balles zwischen Steffen Hofmann und Alla. Mani. Vorbei an Widra. Soriano, gutes Zusammenspiel, Lazaro wollte da für Mané durchlassen. Schrammel hat aufgepasst. Klein. Der initiativste Salzburger bisher an diesem Abend. Gabel, gutes Zusammenspiel mit Mané. Soriano im letzten Moment online. Salzburg wird stärker, wieder Klein. Zieht sich immer mehr zurück, aber das erzwingen die Salzburger jetzt auch. Sorian mit der Brust weiter auf Mané. Jetzt war das Zentrum wieder dicht. Dass Zoran Barisic heute relativ bald vielleicht Luis Schaub oder Dani Alla bringt, um da vorne laufstarke Spieler zu haben, die noch richtig viel Kraft haben, um Kontermöglichkeiten dann möglicherweise erfolgreich abzuschließen. Auf Alla, aber über die restlichen, naja gut, 35, 36 Minuten wird das nicht gut gehen, wenn Rapid hier nur darauf bedacht ist, wirklich die letzten Pässe zu verhindern. Da muss der Versuch energischer da sein, das Kombinationsspiel der Salzburger zu stören. Zwischenstand in Innsbruck, die Austria hat ausgeglichen, steht 1:1. Solange es hier im Hanapi-Stadion 1:0 für Rapid steht, ist die Ausgangsposition für Rapid, nächstes Jahr Europacup zu spielen und sogar vorher den Vizemeistertitel zu erobern, nach wie vor sehr gut. Marcel Sabitzer holt den zweiten Eckball für Rapid nach dem Seitenwechsel heraus. Den dritten insgesamt. Starke Ballannahme von Marcel Sabitzer. Und beinahe jetzt wieder funktioniert das Zusammenspiel Hofmann-Beuth. Burgstaller stark gegen Kampel. Beuth per Kopf, kommt zu Fall, kein Elfmeter, Sonnleitner kommt zum Abschluss.
Terence Boyd zeigt sehr energisch an, er sei da gestoßen worden. Hier die starke Aktion von Guido Burgstaller, die Flanke und dann das Duell Beuth gegen Hinteregger. Beuth hält zwar auch, aber schauen Sie mal, Hinteregger stößt da sehr energisch, beide sehr energisch hier am Werk, Martin Hinteregger und Terence Boyd, und deshalb denke ich, ist die Entscheidung von Jitsita Buckenhammer, hier einfach weiterlaufen zu lassen, auch in Ordnung. Ein Elfmeter für Rapid wäre viel zu hart gewesen, weil hier eben auch Boyd gehalten hat. Hilsanke. Lazaro auf Klein. Lazaro, und da kommt Mané mit sehr viel Tempo, aber da kommt raus, es gibt keinen Elfer. Sadio Mané gegen Jan Novota. Den Ball hat der Rapid-Tormann auf keinen Fall erwischt. Wir schauen noch einmal ganz genau hin. Mané startet, kommt in vollem Tempo. Novota bleibt weg, Mané springt drüber. Auch diese Entscheidung ist korrekt. Ganz kritische Situation. Aber Sie sehen hier deutlich, Novota versucht wegzubleiben. Es ist keine Berührung da. Und die Salzburger reklamieren auch nichts. Natürlich nie und nimmer eine Schwalbe von Mané. Auch kein Foul von Jan Novota. Diese Szene ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass es dazwischen eben auch noch etwas gibt. Sehr gut entschieden, finde ich, von Schiedsrichter Muckenhammer. Zwei kritische Strafraumsituationen. Zuvor Hinteregger gegen Beuth, jetzt Novota gegen Mané. Beide aus meiner Sicht richtig entschieden. Ulmer. Zeigt an, er möchte den Ball haben. Schrammel bleibt an Ramaljo hängen. Spätestens jetzt ist das hier ein offener Schlagabtausch. Lazaro mit viel Tempo, Hofmann hält ihn zurück und kassiert jetzt mit Sicherheit gelb für dieses taktische Foul. Sechste gelbe Karte für den Rapid-Kapitän. Der Zusammenstoß zwischen Vidra und Ilsanka, beide gehen zum Ball, auch hier die Entscheidung richtig, weiterspielen. Beide angeschlagen, Dominik Vidra muss behandelt werden, Martin Hinteregger steht schon wieder. Max Hofmann wärmt einmal auf. Er wäre also der mögliche Ersatzmann für Dominik Vidra und nicht Branko Boskovic. Salzburg bisher in Hälfte 2 ganz klar dominierend. 70% Ballbesitz für den feststehenden österreichischen Meister. Aber Salzburg ist kaum in der Lage, wirklich effektive Torchancen herauszuspielen.
aus den Standardsituationen machen die Salzburger sowieso viel zu wenig. Ist bereit, wieder aufs Spielfeld zurückzukehren. Rapid in diesem Moment wieder komplett. Bei Salzburg kündigt sich ein weiterer Wechsel an. Wallon Berisha könnte in die Partie kommen. Mittlerweile gab es eine gelbe Karte für Marcel Sabitzer, der da Schiedsrichter Muckenhammer offensichtlich die Meinung gesagt hat, weil er diesen Freistoß hier nicht bekommen hat. Hier die Bestätigung. Für Sabitzer eine Karte, die vorerst ohne Folgen bleibt, seine siebente in dieser Spielzeit. So, und jetzt der angekündigte Wechsel bei den Salzburgern. Der Norweger Wallon Berisha kommt ins Spiel und er kommt anstelle von Stefan Ilsanker. Freundschaftlich verabschiedet von Roger Schmidt, aber mit den zentralen Mittelfeldspielern scheint der Salzburger Trainer heute nicht zufrieden gewesen zu sein. Denn nach Leitgeb, der in der Pause in der Kabine geblieben ist und durch Lazaro ersetzt, wurde jetzt Berisha anstelle von Ilsanker. Und bei Rapid wird in Kürze Luis Schaub ins Spiel kommen. Im gegnerischen Strafraum eine Macht. Aber Konterstürmer zu sein, das ist nicht unbedingt seine Lieblingsaufgabe. Berisha, gutes Zusammenspiel mit Klein, jetzt Platz für Kamp. Der ist gut, der ist sehr gut. Mané auf Alan. Das ist der Ausgleich. 88. Spielminute. Es ist fast ruhig im Hanapi-Stadion und Alarm ist der Hauptschuldige. Nach 68 Minuten der Ausgleich für das Team von Roger Schmidt. Eingeleitet die Situation von Berisha. Kampel mit sehr viel Platz. Und dann dieser Ball hier hinter die Viererkette gespielt. Mané erwischt den Ball noch und Alarm ist ganz alleine. Novotor natürlich. Ohne Abwehrmöglichkeit. Nicht unverdient der Ausgleichstreffer für den Meister aufgrund des bisherigen Spielverlaufs nach dem Seitenwechsel. Alan mit seinem 25. Bundesligator in dieser Saison, im heutigen 27. Spiel. Eine sensationelle Quote. Nur die Quote von Jonathan Soriano, die ist noch besser. Der hat 30 Tore erzielt und bestreitet heute seine 26. Partie. Rapid ist wieder gefordert, Guido Burgstaller ist auch wieder gefordert. Der war sehr auffällig vor der Pause, ist nach dem Seitenwechsel etwas abgetaucht. Steffen Hofmann, den wollte Zoki Barisic eigentlich schon rausnehmen.
Luis Schaub stand schon bereit. Jetzt wird der Wechsel offensichtlich doch nicht gleich durchgeführt. Und wieder ist Terence Boyd nach einem Eckball von Steffen Hofmann hier an den Ball gekommen. Hofmann auf Burgstaller, wieder das Duell mit Hinteregger. Wieder bleibt Hinteregger der Sieger. Er bringt jetzt doch mehr Linie wieder ins Spiel bei den Salzburgern. Sehr hart die Attacke von Brian Behrens an Johnny Soriano. Die Folge gelb für den Deutschen. Der ist damit der vierte Rapidler, der am heutigen Abend gelb sieht. Zum Vergleich erst eine gelbe Karte für einen Salzburger, für Alan. Siebente gelbe für Behrens. Christopher Dibon muss behandelt werden. Hier ist es passiert, bei diesem Zusammenprall mit Valentino Lazar. Er schmerzt offensichtlich das linke Knie. Schaut nicht gut aus und da ist die Anzeige des Mannschaftsarztes. Dibon kann nicht mehr weitermachen. Das ist bitter. Kurz nach dem Treffer durch Alan zum 1:1. Jetzt also das Aus für Christopher Dibon. Damit heißt es für Luis Schaub auch weiterhin warten. Denn jetzt wird zunächst einmal Max Hofmann in die Partie kommen und der Freistoß von Soriano war wieder einmal exzellent. Glück für Jan Novota und Rapid. Davor Woche 3 Tore in der Südstadt bei der Admira, darunter ein sehenswerter Freistoßtreffer. Unser Tor der Woche. Dieser Freistoß war wieder sehr gut angetroffen. So, mittlerweile Max Hofmann im Spiel bei Rapid anstelle von Christopher Dibon. Und jetzt kommt auch gleich Luis Schaub ins Spiel. Nicht für Steffen Hofmann, sondern für Guido Burgstall. Das ist für mich absolut verständlich, denn so auffällig Burgstaller in Hälfte 1 war, so unauffällig war er nach dem Seitenwechsel. Also bei Hofmann ist es mit Sicherheit ein positionsbezogener Tausch. Max Hofmann jetzt an der Seite von Mario Sonnleitner in der Innenverteidigung bei Rapid. Schaub spielt im Zentrum offensiv und Hofmann, nämlich Steffen Hofmann, ist jetzt auf die rechte Seite im Mittelfeld hinübergegangen. Luis Schaub ja seit der Frühjahrsaison mit der Nummer 10. Sabitzer, Ulmer geht da auf Nummer sicher und das war auch die richtige Lösung des Problems. Steffen Hofmann. Wo ist Terence Boyd? Da ist er. Beinahe hätte er den Ball schon wieder erwischt. Konterchance Salzburg. Mané. Ball war draußen. Sadio Mané.
Er hat den Treffer eben vorbereitet, hat den letzten Pass auf Alan gespielt und damit hat er sich seine 12. Torvorlage in dieser Saison erwirtschaftet. Wieder Platz für Kampl an der rechten Seite, so wie vor dem Ausgleichstreffer. Sie hören es, die letzte Viertelstunde hat eben begonnen. Klares Foul von Berisha Ancak. Louis Schaub, im Herbst war ja der Aufsteiger. 3 Tore und 3 Assists in der Liga. Dazu noch 2-mal in der Europa League getroffen. Auch 2-mal in der Europa League Qualifikation, aber nach starkem Herbst. Jetzt im Frühjahr bei ihm natürlich ein deutlicher Leistungsabfall zu bemerken, aber das muss man einem 19-Jährigen auch nachsehen. Savitzer. Während im Zweikampf mit Steffen Hofmann. Mani, starke Aktion, Soriano. Wieder Mani, der läuft und läuft und läuft. Steffen Hofmann scheint jetzt seine Mitspieler ein wenig wachrütteln zu wollen. Eher mutlos, das Spiel der Rapidler nach dem Ausgleichstreffer. Sadio Mané leicht angeschlagen oder nur etwas müde. Auf alle Fälle muss er raus, auch wenn er sich das Schuhband jetzt wieder zugemacht hat. Er ist leicht angeschlagen, möglicherweise auch mit seinen Kräften am Ende. Salzburg im Moment also nur zu 10. Lazaro. Also an den Reaktionen von Roger Schmidt an der Seitenlinie merkt man nicht, dass er in Bälde Salzburg verlassen wird, mit Bayer Leverkusen eine neue Herausforderung angenommen hat. Klein. Auf Soriano. Max Hofmann dazwischen. Steffen Hofmann klärt ab. Sadio Mané ist wieder da. Und Florian Klein ist sowieso immer da in den vergangenen Wochen. Enormes Laufpensum auch heute von ihm wieder. In der Schlussphase dieser Saison ist Florian Klein viel mehr als nur Ersatzmann von Christian Schwegel. Zwei oder X. Alles noch möglich hier im Hanebystadion. Salzburg jetzt aber doch mit klarem Vorteil. Thank you.
Missverständnis zwischen Lazaro und Klein. Suche nach dem Ball. Da ist er. So, wenn es nach der Statistik geht, müsste eigentlich noch zumindest ein Tor fallen in dieser Schlussphase. Rapid erzielte in der Rapid-Viertelstunde 18 Tore, nur Salzburg traf in den letzten 15 Spielminuten noch häufiger, nämlich 20 Mal. Bei den Duellen Rapid gegen Salzburg im Hanapi-Stadion wechseln sich für die Hütteldorfer seit 8 Spielen Sieg und Niederlage ab. Beginnend mit einer Niederlage der Wiener im Februar 2010 gab es immer einen Sieger hier. Also ich denke, Sadio Mané kann nicht mehr. Roger Schmidt hat noch eine Wechseloption, genauso wie sein Gegenüber Zoran Barisic. Rapid wird in Kürze wohl auch Deni Ala ins Spiel kommen. Rapid, Ramalho zuletzt dran. Gut attackiert von Schaub. Und er bekommt den Freistoß nicht, den er jetzt unbedingt wollte. Luis Schaub. Und es gibt Abstoß. Wallon Berischer gegen Luis Schaub. Beide arbeiten hier mit den Enden. Schneller als Trimmel. Die Flanke viel zu weit. Und dann gab es auch noch einen Foul von Alan an Schrammel. Bei Salzburg ist Mané mit seinen Kräften am Ende. Bei Rapid ist es der Kapitän Steffen Hoffmann. Sehr viel unterwegs gewesen heute. Viele Ballkontakte und bei Standardsituationen sowieso nach wie vor immens wichtig für seine Mannschaft. Und jetzt also Deni Ala im Spiel. So wie es aussieht, übernimmt er vorerst auch die Position von Hofmann. Rechtsoffensiv im Mittelfeld. Aber was heißt eigentlich offensiv? Rapid in dieser zweiten Spielhälfte fast nur mit Defensivaufgaben beschäftigt, und zwar kollektiv. Sabitzer auf Schaub, vorbei an Ramalho. Gutes Zuspiel auf Deni Ala, der Pass auf Beuth, das ist die Chance für Rapid, das Spiel zu entscheiden. Terence Beuth, 84. Spielminute, 2-1 Rapid. In der vergangenen Woche 2 Tore beim 2:2 in Gröning. Heute 2 Tore für das Team von Toki Barisic gegen den Meister, gegen Salzburg. Saisontreffer Nummer 13 von Terence Beuth, eingeleitet von Luis Schaub. Dieser herrliche Pass auf Deni Ala, der macht auch alles richtig.
im richtigen Moment auf Beuth gespielt. Kein Abseits des US-Amerikaners. Und der bleibt ganz cool. Schießt den Ball ins lange Eck. Keine Chance für Petar Gulácsi. Rapid ist ganz nah dran am Sieg gegen Salzburg. Das Bundesliga-Tor von Terence Beuth. 26. Pardon, im 56. Spiel. Das ist eine Quote, die kann sich sehen lassen. So wie es aussieht, gibt es wieder kein Unentschieden zwischen Rapid und Salzburg. Das wäre das erste im Hanapi-Stadion seit dem Jahr 2009. Salzburg in dieser zweiten Spielhälfte ganz klar mit mehr Spielanteil. Phasenweise dominant. Ohne die wirklich häufigen großen Torchancen. Aber das bessere Team. Rapid einfach effizienter. Wieder Ramalho. Sabitzer auf Beuth. Das Duell mit Hinteregger. Diamani. Geht da noch was für die Salzburger? Lazaro, Soriano startet. Sonnleitner dazwischen. Und dann das Foul an Behrendt. In dieser Saison hat Terence Beuth damit einen Doppelpack erzielt für Rapid. Vorwoche zwei Tore gegen Grödig, heute zwei Tore gegen Salzburg. Also die Ladehemmung, die hat er abgelegt. Und so lebt für ihn auch der Traum von der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Zwei Minuten plus Nachspielzeit. Berisha. Campbell. Der letzte Pass durch die Schnittstelle. Der kommt bei den Salzburgern nicht an. Und auch deshalb, weil es diese Schnittstelle sehr oft bei Rapid heute einfach nicht gibt. Immer wieder die Defensivspieler bei den Grünen sehr eng zusammen. Und somit ist es für die Salzburger enorm schwierig, den Ball da durchzuspielen. Einwurf Salzburg davor, aber der letzte Wechsel im Spiel. Anstelle des Torschützen zum zwischenzeitlichen 1:1, anstelle von Alan kommt jetzt Robert Schul ins Spiel.
Abschluss für Rapid nach dieser Abwehrattacke von Schul an Sabitzer. Gleich sind 90 Minuten vorbei und 4 Minuten werden nachgespielt. Ein enorm spannender Spieltag in der Bundesliga. Nicht nur hier im Hanapi-Stadion, auch in Innsbruck, Wiener Neustadt und Ried. War sehr viel los. Schauen Sie sich alle Spiele, alle Tore an. Im Anschluss an diese Partie auf Sky Sport Austria. Soriano, kein Abseits. Bringt den Ball noch auf Schul. Schrammel klärt und dann das Handspiel von Ullmann nicht gepfiffen. Von Schiedsrichter Muckenhammer, der ist auch sehr gut gestanden. Vielleicht war es tatsächlich nur die Schulter von Andreas Ullmann. Roger Schmidt, sein letzter Auftritt als Trainer mit den Salzburgern in Hütteldorf. Soriano im Zusammenspiel mit Berischer. Sonnleiter, wieder einmal der Turm in der Schlacht. Eines steht fest, Rapid bleibt im 9. Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen. Und Rapid bleibt im 12. Heimspiel in Folge hier im Hanapi-Stadion ungeschlagen. Zur Freude von Sportdirektor Andreas Müller. Denn Salzburg kann hier nur mehr den Ausgleich schaffen. Rapid ist drauf und dran, beide Heimspiele in dieser Saison gegen den Meister, gegen Salzburg zu gewinnen. Die letzte Minute läuft. Salzburg ist es heute gelungen, die Torsperre der Rapidler hier im Hanapi-Stadion zu brechen. Nach 5 Bundesliga-Heimspielen zu 0 hat Jan Novota heute wieder einen Gegentreffer kassiert. Aber so wie es aussieht, hilft das nichts. Fehlpass Beuth, noch einmal Salzburg über Kevin Campbell. Lazaro. Die letzten Sekunden, Dominik Widra. Noch einmal Terence Boyd. Feierte er vor 14,5 Jahren sein Bundesliga-Debüt. Bitter für ihn, denn wahrscheinlich seine beste Bundesliga-Zeit, die verbrachte er hier bei Rapid. In den grünen Dressen, das sind die Rapidler, die Mannschaft von Zoran Barisic, von links nach rechts. Wo wir dahin gehen, alle meinen in die zweite deutsche Bundesliga zu Ingolstadt. Heute aber in
jeden Fall noch einmal für die Innsbrucker und dann zu Hause gegen Grödig. Jeftic als hängende Spitze hinter Hinterseher, beide in des Gegners Hälfte. Sonnleitner und Chili. Schnelles Umschalten, auf Konter hoffen, auf ähnliche Spiele hoffen wie zum Beispiel in Salzburg oder in Grödig, wo man auch lange Zeit mit 1:0 führte, aber dann so ein Ergebnis auch über die Zeit bringen. Schwer genug für die Innsbrucker. Stahler. Schön gespielt für Behrendt und Djokic. Djokic hat verlängert bis 2015. Mal schauen, wie lange er heute dabei ist. Schon zweimal ausgeschlossen in der kurzen Zeit, in der er in Innsbruck spielt. Da heißt es natürlich aufpassen für die Innsbrucker, wenn Steffen Hofmann antritt zu einem Eckball. Auf den zweiten Pfosten. Foulspiel von Beuth. Die große Stärke der Hütteldorfer, allen voran die Stärke von ihm, von Terence Beuth. Das Kopfballspiel auch zuletzt mit Köpfchen erfolgreich. Es gibt keine Mannschaft, die so viele Kopfballtore erzielt hat wie die Rapidler. Terence Beuth nach nur 3 Minuten draußen, um das Fahrgestell zu wechseln. Ibon. Djokic. Und Hauser zurück zu Schober. Immer noch die Rapidler ohne Terence Beuth, der sich immer noch die neuen Schuhe anzieht. Hauser für Hinterseher. Dibon kurz dran. Hofmann missglückt. Hinterseher nicht so geplant. Wäre Winitznik fast zufällig zu einer guten Chance gekommen. Burgstaller. So, Beuth wartet, dass er wieder rein darf. Jeftic, Einwurf für die Innsbruck und Beuth ist zurück. 7 Kopfballtore hat er erzielt, also die Hälfte aller Rapid-Kopfballtore. Wiedra zurück zu Sonnleitner. Stipe Vukur. Milosevic. Schilling. Zu weit für Gründler. Jan Novota heute in seinem 50. Bundesligaspiel. Ja, weil er so stark spielt, Jan Novota, wird Samuel Radlinger den Verein wieder verlassen, zurückgehen nach Hannover, weil er zu wenig Einsatzzeiten bekam. Eigentlich nur ein Spiel durfte absolvieren, das war gegen Wiener Neustadt beim 0:0. Und deshalb sitzt er auch heute nicht auf der Bank, sondern Marko Maric. Er soll als Nummer 2 aufgebaut werden. Rapidler attackieren früh. Hofler. Läuft weiter, Riedra. Ein Tor hat erzielt in der Bundesliga und das war gegen Innsbruck und die erste große Chance für Terence Beuth.
zweimal, zuletzt mit Doppelpack. Nochmals der Antritt von Widra und dann viel Platz für Beuth. Da ist Djokic zu weit weg. Wenn er den Ball besser trifft, dann hätte das schon das 1:0 sein können. Abseitsstellung hinter sich. Hat zuletzt vor allem vom Elfmeterpunkt getroffen, Lukas Hinterseher. Ein Zwischenergebnis aus Grönig. Grönig führt gegen Austria Wien mit 1:0. Also ein Blitzstart der Hütter-Truppe. Schimmelsberger. Für Burgstaller. Ball noch da. Auch dieser. Jetzt ist er draußen. Missverständnis zwischen Sabitzer und Hofmann. Das Problem hier im Hanapi-Stadion ist dieser Teil, der jetzt im Schatten liegt. Gerade nach dem Winter bleibt dieser Teil meist tiefgefroren. Dementsprechend gab es auch schon einige Absagen. Vielleicht sogar der Plan, das Stadion, so wie wir es jetzt sehen, quer zu stellen. Mal schauen, was daraus wird. Schrammel. Sabitzer. Sabitzer, Hofmann, Sabitzer, Doppelpass funktioniert, Burgstaller, keiner ist rechts, aber Sabitzer wäre anspielbar gewesen, Schrammel, Burgstaller bleibt auf der linken Seite und es gibt Eckball. Eckball Nummer 2. Mal von links. Anders als zuvor. Diesmal versucht Hofmann auf den ersten Pfosten. Burgstaller, sehr gut gespielt. Sabitzer. Noch immer Sabitzer. Kofler im Sitzen. Sehr geschickt gemacht von Gründler. Schöner Pass von Burgstaller. Dann lässt sich Sabitzer etwas zu lange Zeit, konzentriert sich da eher auf seinen Gegenspieler Djokic und übersieht dabei, dass Kofler von hinten kommt. Die Rapidler, wie gesagt, heute mit Ersatztorhüter Marko Maric, 18 Jahre alt. Wien geboren, aber schon tätig gewesen im kroatischen Nachwuchs. Und ansonsten gibt es jede Menge Alternativen. Ich denke da an Schaub, Ala oder auch an einen Grozurek. Auch Starkli wieder mit von der Partie. Bukur. Hofmann, Milosevic. Langer Ball für Beuth. Foulspiel von Beuth gegen Bukur. Dieses Duell werden wir des Öfteren sehen. Bukur ebenfalls ein guter Kopfballspieler, auch ein gefährlicher Abwehrspieler. Hat alleine schon 4 Tore erzielt. Und die Innsbrucker Bank recht schütter besetzt. Gerade noch das, was da ist. Giesinger wieder zurück im Kader.
Wonschi wäre ja eine Möglichkeit. Vuletta nach langer Zeit wieder mit von der Partie. Hamšić auch nicht ganz fit. Die Auswahl nicht sehr groß für Michi Streiter. Außer Benizzi kommt nicht dran. Schimmelsberger. Hat in seinen bisherigen zwei Einsätzen aber nie durchgespielt. Michael Schimmelsberger. Er braucht noch eine Zeit, bis er die Kraft für 90 Minuten hat nach seiner langen, langen Verletzungspause. Sehr gut mitgespielt von Novota. Sonnleitner. Hofmann holt sich in der eigenen Hälfte den Ball. Vidra. Viel Platz für Steffen Hofmann. Beuth. Das ist seine Stärke. Davon schwärmt auch Robert Schmitz, der Salzburg-Trainer. Er sagt, er ist wahrscheinlich der beste Stürmer in der österreichischen Liga, wenn es darum geht, mit einem Kontakt zum Torabschluss zu kommen. Auch hier gut zu sehen gewesen bei Terence Bott. Nerven haben sie, die Innsbrucker, so wie sie da am eigenen 16er spielen. Jetzt Platz für Benizzi auf der linken Seite. Hauser sieht ihn aber nicht. Gefault und ermahnt wird Behrendt von Schiedsrichter Uschan. Hat nur mehr den Blick für die rechte Seite. Behrendt erwischt nicht mehr den Ball, sondern nur mehr Hauser. Aber hätte Hauser gesehen, wie frei Wernitznik auf der linken Seite gewesen wäre, wäre es vielleicht die bessere Anspielstation gewesen. Mut kann man sich nicht kaufen, aber es sieht ganz danach aus, als ob Milosevic es direkt versuchen möchte. Zwei-Mann-Mauer. Hat ja noch kein Tor erzielt für die Innsbrucker. Milosevic. Läuft weiter, jetzt unterbrochen von Uschan, weil Steffen Hofmann abgeschossen wird von Milosevic. Er muss zuschauen. Schaffer, aber sein Abschiedsspiel, das wird er noch bekommen, zu Hause gegen Grödig. Hofmann draußen, um behandelt zu werden. Da kommt auch Zoran Barisic dazu, um abzuklären, ob es weitergeht beim Kapitän. Sieht so aus. Er ist wieder zurück. Steffen Hofmann. Nach wie vor der Mann mit den meisten Torvorlagen im Rapid-Dress, auch wenn es nicht mehr ganz so viele sind wie in seiner Leistungshochblüte. Hofmann. Ja, war gut gedacht für Burgstaller. Immer noch der Mann für den ruhenden Ball. Und dadurch auch die Rapidler in dieser Disziplin immer noch ungemein gefährlich. 27 Tore haben die Rapidler erzielt nach ruhenden Bällen.
Schade, dass der auch so lange verletzt war, denn er tut dem Innsbrucker Spiel sehr gut. Hofler. Rauschewitsch vor Hofmann. Hofler. Hinterseher. Musste sich eine Schmerztablette einwerfen, hat Probleme mit seinem Knie. Also wenn der den Innsbruckern auch noch ausfällt, dann wird es ziemlich duster. Bukur. War noch Kofler dran. Schrammel. Diborn. Diborn hat noch kein Tor für Rapid erzielt. Sein letztes Tor aber auch gegen die Innsbrucker, aber noch im Admira-Dress. Das war vor 2,5 Jahren. Schöner langer Ball für Beuth. Gut abgelegt für Sabitzer. Jenicnik. Jevtic. Burgstaller, guter Einsatz von Burgstaller. Foul von Milosevic. Michi Streiter war damals noch selbst Spieler, als die Innsbrucker ihren letzten Auswärtssieg gegen Rapid feierten. Trainer war damals ein gewisser Jogi Löw. Bisher hat er noch nicht eingreifen müssen, aber zweimal Glück gehabt bei den Abschlüssen von Beuth. Oh, 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 es sieht schlecht aus für die Innsbrucker, weil das offensichtlich eintritt, wovon ich vorher gesprochen habe. Lukas Hinterseher. Auch die Schmerztablette scheint nicht zu wirken. Er wird wohl raus müssen. Damit Wallner verletzt, damit Hinterseher verletzt. Denn Edombonci macht sich schon bereit für einen Einsatz. Also wenn Sie jetzt noch Geld überhaben und was riskieren möchten, dann können Sie ja noch auf einen Sieg der Innsbrucker setzen, wetten. Das würde viel Geld bringen. Überkombiniert Burgstaller und Sabitzer. Hofmann dazwischen. Sehr. Verliert das Gabal-Duell gegen Hofmann. Milosevic. Gründler. Schilling. Muss als Linksfuß heute rechts verteidigen. Bergmann verletzt. Probleme mit der Sehne, hat dort eine Entzündung. Löffler hat sich im Training verletzt. Hamsic könnte dort auch spielen, aber auch nicht wirklich fit. Deshalb muss heute Schilling auf der rechten Seite verteidigen. Hofmann. Das Foul von Kofler an Hofmann. So, und jetzt kommt es zum Wechsel. Bright Edombonci steht an der Seite. Lukas Hinterseher raus. Wer soll die Tore schießen bei den Innsbruckern? Wer soll
sollte es einen Strafstoß geben. Wer sollte den verwerten? Er, der sicherste Strafstoßschütze bei den Innsbruckern, erklärt Michi Streiter, wie es passiert ist. Hatte vor allem in Salzburg Riesenmöglichkeiten, Edomonci, nutzte sie nicht. Sein Problem, eben das Verwerten von Möglichkeiten. Er kommt zu Chancen, weil er schnell ist. Also es sieht alles andere als rosig aus für die Innsbrucker. Wallner weg, Hinterseher weg und dann noch die Meldung aus Graz. Dort führt nämlich inzwischen Wiener Neustadt mit 1:0. Hieße also, selbst wenn Innsbruck das große Wunder vollbringen könnte, wieder mal zu siegen in Wien, es würde nichts nützen. Abseitsstellung von Edomonci. Kein Foulspiel. Ja, dort kann es das Abseits nicht gegeben haben, von dem Punkt, wo Behrendt den Freistoß schießen möchte. Jetzt sieht man es gut gesehen vom Assistenten Michael Baumann. Beuth. Körpertäuschung von Steffen Hofmann. Guter Ball. Und Schuber. Sehr selbstbewusst. Den Wunsch hat gleich aufgezeigt. Hier bin ich. Spiel mir den Ball. Staller kann den Ball nicht annehmen. Er ist aber noch nicht draußen. Jetzt ist er draußen. Milosevic, guter Haken. Jeftic, Milosevic. Platz für Hauser. Zwei Möglichkeiten hat er, Vjanicnik oder Edomonci. Kofler könnte den ersten Eckball geben für die Innsbrucker, so ist es. Ja, und da wird in jedem Fall Djokic, aber vor allem Stipe Vukur mit nach vorne kommen. Schon erwähnt, 4 Tore stehen auf dem Torkonto von Stipe Vukur. Zuletzt auch beim 3:1 Heimsieg gegen Wiener Neustadt. War der Innenverteidiger mit der Nummer 22 mit einem Tor dabei. Kein Problem für Novota. Für Vjanicnik, Vjanicnik, Stangepass für Edomonci. Und Dibon zur rechten Zeit am rechten Fleck. Schöner Antritt für Vjanicnik, ja auch eine Art Abschiedsvorstellung, wird Innsbruck verlassen. Der Villacher geht zurück in die Kärntner Heimat, nach Wolfsberg. War ein Versuch wert. Schilling. Nicht oft unter den Torschützen, aber wenn es war, war es immer ein wichtiger Treffer. So auch in der letzten Saison, letzte Runde in Wolfsberg, als er ein Tor erzielte, Christian Schilling, beim 3:2 Auswärtssieg, der
den Klassenerhalt bedeutete. Und hat Edomwonji eher eingehakt. Eingefädelt im Stil eines Marcel Hirscher. Zweikampf mit Sonnleitner. Jokic. Gegen Hofmann. Gibt Einwurf. Kofler. Foulspiel an Bernitznik. Gibt's ganz schnell während der Unterbrechung eine neue Anweisung für Schimpelsberger. Vielleicht war ihm da jetzt zweimal Bernitznik zu frei. Der Gegenspieler von Bernitznik sollte eigentlich Schimpelsberger sein. Bernitznik mit dem Ball um die eigene Achse drehen. Zoran Barisic, ja, irgendwie tun ihm die Innsbrucker ja leid. Hat ja schöne Jahre verbracht in Innsbruck. Aber heute kann ihn dieses Schicksal nicht interessieren. So habe ich das auch gesehen, auch wenn jetzt Sonnleitner mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegt. Er schubst da Edomwonji weg. Jetzt müssen wir sehen. Hier. Tut sich dabei selber weh, aber das Foul gegangen. Sonnleitner, und deshalb gibt es auch den Freistoß. Hauser. Milosevic. Zu weit für Gründler. Setzt aber nach. Dibon bringt den Ball nicht zu Sabitzer. Jeftic, Jeftic. Abgeblockt von Sonnleitner. Nächster Eckball für die Innsbrucker. Klar, spielerisch wird es nicht einfach für die Innsbrucker, aber dafür gibt es ja auch Standards. Kurz gespielt, gedacht für Kofler. Schilling. Kann aber keiner von den vorderen Leuten eingreifen, weil sie im Abseits standen. Halbe Stunde gespielt. Spielstand torlos 0:0. Zwei Möglichkeiten gab's. Beide Möglichkeiten für Rapid, beide Möglichkeiten für Beuth. Einmal drüber. Das war Handspiel von Schimpelsberger. Und einmal knapp am Tor vorbei, aber seitdem sich da auch nicht mehr viel getan. Edomwonji
im Abseits, auch wenn er an diesen Ball noch gekommen wäre. Das ist nichts mit einem Angriff geworden, so, aber gibt es einen Wurf. Vidra direkt zu Gründler. Milošević. Dahinter lauert Vernitsnik, aber der wäre im Abseits gewesen. Schilling. Schilling. So, jetzt Platz für die Rapidler. Sabitzer. Abgefälscht. Wunderschön, wenn man gegen den Tabellenletzten im eigenen Stadion kontern darf. Wie viel Platz hier Sabitzer hat. Meinen Geschmack hätte er sich da noch etwas mehr Zeit lassen können, denn Čokić kommt nicht raus. Und dann hätte sich auch Beuth mehr Platz verschafft auf der rechten Seite. Wäre auch noch ein Anspiel möglich gewesen. Hofmann. Außer dazwischen. Keiner vorne. Außer. Foulspiel an Schimmelsberger hält den Rapid-Verteidiger am Arm fest. Grödig hat nachgelegt, führt gegen die Wiener Austria mit 2:0. Burgstahler. Hat die Seite gewechselt mit Sabitzer. Der Jubel, weil das Zwischenergebnis aus Grödig durchgesagt wurde. Die Führung der Grödiger gegen die Wiener Austria freut natürlich den Rapid-Fan. Und dieser Treffer freut den Rapid dann auch. Wieder Terence Beuth, wieder mit Köpfchen. 14. Saisontreffer zum 8. Mal mit Kopf. So spielt er sich auch in das Herz von Jürgen Klinsmann, dem Teamchef der USA. Schön gemacht von Sabitzer, setzt sich durch und dann Beuth entschlossen. Nein, Schimmelsberger war es, nicht Sabitzer. Schöner Ball, schöne Flanke. Stipe Vukurt zwar dran an Beuth, aber kann nicht entscheidend eingreifen in den Zweikampf. Sehr entschlossen Terence Beuth. Wie wuchtig er dem Ball entgegenfliegt. Aber wirklich gute Vorarbeit von Schimmelsberger, der sich da durchsetzt auf der rechten Seite. Rapid führt mit 1:0. Da hilft es den Innsbruckern auch nicht sehr viel, dass Sturm Graz der Ausgleich gegen Wiener Neustadt geglückt ist. Innsbruck braucht den Sieg und muss gleichzeitig auf eine Niederlage der Wiener Neustädter hoffen. Sabitzer. Schlechter Ball, aber auch der Ball von Gründler für Edom Wonci nicht gut. Foul von Edom Wonci an Sonnleitner. Und dafür gibt es Geld. Hat er sich redlich verdient, denn
Da hat man gesehen, dass er gar nicht an den Ball kommen konnte, auch gar nicht mehr wollte, sondern tatsächlich nur Sonnleitner erwischen wollte. Den hat er auch erwischt und er hat die Gelbe gesehen. Nochmals der Treffer Schimpelsberger. Naja, die Stärke des einen, die Schwäche des anderen. Wir haben davon gesprochen, wie stark, wie gefährlich Rapid in der Luft ist. 15. Kopfballtreffer in der laufenden Saison und die Innsbrucker mit Problemen in den Kopfballduellen. Bereits das 11. Kopfballgegentor. Tja, was würde das bedeuten? Sollte das auch nach 90 Minuten so stehen? Innsbruck ohne Chance. Wieder Neustadt würde einen Punkt dazu gewinnen. Und Innsbruck chancenlos. 6 Punkte dahinter. Dann wäre das Spiel gegen Grödig nur mal ein Fußballspiel, ein Bundesligaspiel. Zwar mit Wettkampfcharakter, aber ohne Bedeutung. Zwei Bälle auf dem Spielfeld, deshalb unterbricht Schiedsrichter Oschan. Es geht weiter mit Schiedsrichterball. Bei der Ballannahme selbst das Leben schwer gemacht. Hofmann, sehr gut gemacht von Beuth, zeigt zu Burgstaller, du musst ihn annehmen, denn ich bin im Abseits. Sabitzer. Lauschewitz. Einwurf für Rapid. 7 Minuten noch zu spielen. In der ersten Hälfte erwartungsgemäß führt Rapid mit 1:0 und man muss auch sagen, erwartungsgemäß der Torschütze Terence Beuth hatte bisher die einzigen Chancen der Rapidler. Die dritte nutzte er mit seinem Kopfballtor zur 1:0-Führung. Abseitsstellung. Haben Sie jetzt vielleicht gesehen beim Ausschuss von Schober, wenn der Ball hochfliegt, wie ihn dann der Wind erfasst, der Ball bleibt förmlich stehen in der Luft. Sabitzer. Hofmann. Die Spielverlagerung von Widra auf Schimpelsberger. Hofmann, Burgstaller wieder auf rechts gewechselt. Behrendt. Ausspiel von Widra. Tja, viel hat er nicht zu tun, Wolfgang Schober. Musste bisher eigentlich keinen Ball wirklich abwehren. Bei den ersten beiden Möglichkeiten von Beuth musste er nicht eingreifen. Und beim Treffer konnte er nicht eingreifen. Jeftic.
Reut. Er muss warten, bis jemand aus dem Mittelfeld nachrückt. Keine Option da. Novota. Diborn. Mal schauen, was aus ihm wird. Gehört ja noch bis 2015 Red Bull Salzburg. Es wird zwar schon verhandelt. Sabitzer wieder für Beuth. Diesmal Čokić dran. Und es gibt Eckball. Bei den Standards, da verhalten sich die Innsbrucker bisher in dieser Saison sehr gut. Erst 4 Gegentore nach ruhenden Bällen bekommen. Oh, Schober segelt vorbei, hat aber Glück. Unangenehm, nicht für Hofmann, sondern für Torhüter Schober, aber ebenso für Stürmer Burgstaller. Sie schauen direkt in die Sonne. Wer könnte von den Innsbruckern Novota am ehesten gefährden? Jeftić hat 2 Tore erzielt, Gründler 3 Tore erzielt, Vernetznik 1 Tor erzielt. Das über die gesamte Saison gesehen. Edomonji noch keines. Und Burgstaller könnte das 2:0 machen. Wieder viel zu viel Platz für die Rapid-Angreifer. Schauen Sie mal, wie viel Platz hier Burgstaller hat. Das darf in einem so gefährlichen Raum, wie in der Nähe des Fünfers ist, eigentlich nicht passieren. Zurück zu Diborn. Diborn und Sabitzer im Zusammenspiel. Die beiden Ex-Admiraner. Vielleicht kommt ja bald noch ein Admiraner mit Schwab hierher. Noch kostet er zu viel Geld. Aber Rapid auf der Suche nach einem Sechser, einen talentierten Sechser. Noch in einem guten Alter. Zu weit für Beuth der Ball. Marcel Sabitzer. Zuletzt Beuth. Torschütze gegen die Wiener Austria beim 1:0-Sieg. Wir sind in der offiziell letzten Spielminute, aber ich kann mir vorstellen, dass etwas nachgespielt wird. Gab es Behandlungspausen und so ist es auch. Eine Minute gibt es noch drauf. Dann darf Wolfgang Schober in die Kabine. Innsbruck hält sich wacker, aber das allein genügt nicht. Widra. Sabitzer. Springt Beuth der Ball vom Fuß. Das ist ja nicht gerade seine Stärke. Ballannahme, mit dem Ball umgehen. Deshalb spielt er das, was er kann.
spielt einen einfachen Fußball, versucht, wenn er die Möglichkeit hat, gleich den Torabschluss zu finden. So hat er es auch heute gemacht bei seinen Chancen und auch bei seinem Treffer. Schrammel. Vielleicht kommt noch ein guter Ball, kommt aber nicht. Djokic kommt. Er gibt einen Wurf. Wollte Schrammel anspielen, der macht aber die Beine auf. Dann war der Ball draußen. Hofmann, Burgstaller, Hofmann kein Abseits. Und das müsste das 2:0 sein. Oh, was für eine dicke, dicke Möglichkeit für Burgstaller. Schön vorbereitet von Hofmann. Ja, das wäre dann arg viel gewesen für Michi Streiter. So, aber geht er mit einem knappen Rückstand in die Pause. Aber der hätte wohl drin sein müssen von Burgstaller. Zu sein Schienbeut, der Torschütze zum 1:0. Die Rapidler führen verdient mit 1:0, ohne ganz groß aufzuspielen. Die Innsbrucker halten gut dagegen. Aber dagegenhalten ist einfach zu wenig. Sie müssen einfach nach vorne irgendetwas zustande bringen. Da taten sie sich sehr schwer in den ersten 45 Minuten. Auch die Standards brachten nichts. Und Burgstaller mit der ersten Möglichkeit. Und Beuth, fast hätte er sich einen Knoten in die Beine gemacht bei dem Versuch, mit links das Tor zu erzielen. Lukas Hinterseher musste schon früh runter. In der 21. Minute mit Knieproblemen. Wallner von Haus aus nicht mit von der Partie nach seiner Muskelverletzung. Also weitere Schwächungen bei den Innsbruckern, vor allem in der Offensive. Djokic, Edom Wonci für Lukas Hinterseher im Spiel. Einzig auffällige war die gelbe Karte von Edom Wonci mit Folgen. Er wird gegen Grödig auch nicht mit von der Partie sein, gesperrt sein. War seine fünfte gelbe Karte. Djokic mit einem guten Zweikampf. Schrammel. Behrendt. Beuth überrascht, dass Hofmann den Ball durchlässt. Bukur. Aber damit die Innsbrucker zu Standardsituationen kommen, müssen sie auch in die Nähe des 16ers, um einen Freistoß oder irgendwann wieder mal einen Eckball herauszuholen. Vielleicht jetzt über Hauser, Milosevic. Hauser, Bernetznik. Leitzen erklärt für Behrendt. Edom Wonci. Kommt nicht vorbei an Sonnleitner. Bukur. Tja, das sind verschenkte Bälle. Der Pass, der ungenaue Pass von Bukur für Schilling. Daneben, aber dafür gibt es ja einen Kollegen namens Diebon. Der geht mit nach vorne. Burgstaller, Diebon. Ja, so weit vorne war er noch nie. Schimmelsberger, Hofmann. Foulspiel. Aber er setzt nach, setzt gut nach. Das war auch bei der Vorbereitung zum 1:0 so,
andere hätten sie vielleicht fallen lassen im Zweikampf mit Wernitznik, der ihn halten wollte, aber er rappelte sich wieder hoch und schlug dann die entscheidende Flanke für Terence Boyd. Behrendt wird in Hütteldorf bleiben. Es gab zwar Angebote aus der zweiten deutschen Bundesliga, aber ihm gefällt es hier. Ryan Behrendt. Burgstaller hatte zwei gute Möglichkeiten auf dem Fuß. Beide kurz vor Ende der ersten Hälfte. Die Farbe kommt aus dem Rapid-Block. Die Innsbrucker Fans heute mit Verspätung angekommen. Mit dem Zug unterwegs, da gab es einen Unfall und deshalb die Verzögerung und die Chance für Sabitzer. Sabitzer trifft aber nur Kofler. Ja, was man hier gesehen hat, ist, dass Kofler sich um Sonnleitner kümmert, also keine Raumdeckung, sondern Manndeckung, aber dadurch, dass er Sonnleitner folgen wollte, war plötzlich Sabitzer frei. Hofmann für Behrendt, außer dazwischen. Schippelsberger macht ein gutes Spiel. In auch diesen Zweikampf, da hätte es eine Möglichkeit für einen Konter geben können. Widra, Jokic. Gut im Auge. Wernitznik kann sich nicht durchsetzen gegen Schimmelsberger. Sucht den Abschluss. Unterstreicht nur das, was ich zuvor gesagt habe. Starke Partie von ihm. Auch wichtig zu wissen für die Rapid-Verantwortlichen. Wenn nach dem Abgang von Christopher Trimmel Schimmelsberger schon wieder mit guter Form aufwarten kann. Sehr geschickt gemacht von Beuth. Seinen Gegenspieler vom Körper, um dann zu Boden zu gehen. Burgstaller. Im Zusammenspiel mit Schimmelsberger, der zu Hofmann, Widra, Hofmann, Burgstaller. Milošević. Einwurf. Hofmann noch am Boden nach dem Zweikampf mit Milošević. Schimmelsberger. Platz für Sabitzer. Ja, da kommt keiner nach. Und das war nicht gut von den Rapidlern. Sabitzer am Ball, wartet und wartet und keiner kommt aus dem Mittelfeld nach. Alle warten und schauen. Hauser. Bonci lässt durch. Er wartete Gründler in seinem Rücken, aber der war noch zu weit weg. Bonci. Gegen Dibon. Edomonci und Milošević, Milošević, Novota, Großtat, beste Chance der Innsbrucker, erste Chance der Innsbrucker. Sonnleitner beschwört seine Vorderleute. Das hat Edomonci sehr gut gemacht, Wernitznik beim Eckball.
Kurz gespielt. Nochmals Eckball. Behrendt bei Kofler. Djokic versucht, Vukur frei zu sperren. Kommt nicht weit genug. Und da läuft sich Jeftic fest. Und eigentlich steht Edun Wonci im Weg. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, als ob die Innsbrucker jetzt Spaß am Fußballspielen bekommen. Kofler und Schilling. Es gibt Abstoß. Nochmals diese Möglichkeit. Edun Wonci, gutes Dribbling, dann der Ball für Milosevic. Der macht auch noch den guten Haken. Aber dann Novotan, sehr gut reagiert. Einfach stehen geblieben, gewartet. Vorarbeit, sehr gut von Edun Wonci. Hier lässt Milosevic Schimbelsberger aussteigen. Gutes Stellungsspiel von Obota. Ja, das hätte sicher einiges bewirkt bei den Innsbruckern, wenn daraus ein Treffer gefallen wäre. Beuth. Das Kombinationsspiel ist nicht so seine Stärke. Gibt Einwurf. Innsbruck. Als Einwurf. Schimpelsberger war zuletzt dran. Hauser. Rechts zeigt Schilling auf. Bekommt auch den Ball von Djokic. Schilling. Schrammel. Behrendt. Macht das sehr ruhig. Hofmann. Gefault. Von Gründler. Wieder rücken die Rapidler nicht schnell genug nach. Yvonne. Gut gelöst von Edun Wonci. Schöner Diagonalpass, etwas zu hoch für Venizik. Ja, Michi Streiter spürt schon, dass da was möglich wäre. So überzeugend agieren heute die Rapidler nicht. Dank Novota führt Rapid immer noch mit 1:0. Der Unterschied, Rapid schoss einmal aufs Tor. Durch den Kopfball von Beuth, der war drinnen. Innsbruck schoss auch einmal aufs Tor. Schuss von Milosevic wurde gehalten. Jetzt die Möglichkeit. Pfosten. Terence Beuth. Da hätte Schober keine Chance gehabt. Es wäre der dritte Doppelpack hintereinander. Hätte Beuth diesen Ball ins Tor statt an den Pfosten gesetzt. Macht er eigentlich gut, gar nicht mit Kraft, sondern mit Übersicht versucht er den Ball ins lange Eck zu spielen. Jetzt gibt es Gelb für Milosevic. Ja, mit dem Ellbogen
in den Nacken von Sabitzer. Nicht das erste Mal, dass Beuth Pech hatte mit Aluminium. Bereits zum vierten Mal verweigerte Aluminium einen Treffer für den Rapid-Torjäger. Und vielleicht jetzt Freistoß Hofmann. Für Sonnleitner Schober. Aber schon unterbrochen. Foulspiel von Sonnleitner, auch zu Recht gegeben. Sonnleitner springt in den Körper von Schober. Trifft er schlecht, Schimmelsberger. Hauser. Schön abgelegt in der Mitte. Gründler Eckball. Mit dem Mute der Verzweiflung, die Innsbrucker. Was sollen sie anderes machen? Ob sie jetzt 0-2, 0-3, 0-4 verlieren? Sie können nur gewinnen, wenn sie gewinnen. Doncevic. Burgstaller. Alle Rapidler im eigenen 16er gewesen. Schober. Es gibt Freistoß für die Innsbrucker. Wieder legt sich Milosevic das Leder zurecht, hatte auch in der ersten Hälfte die Möglichkeit aus einem Freistoß, als er dann Hofmann in die Knie zwang, als ihn am Kopf traf. Wieder Hofmann in der Zwei-Mann-Mauer, diesmal vorbei und Nowotny. Nowotny hält weiterhin die Null. 14 Mal ist er schon ohne Gegentor geblieben. Für Kofler. Nicht scharf genug gespielt. Benitznik setzt sich durch. Benitznik. Und da war Nowotny nicht mehr dran, sagt Duschan. Es gibt Abstoß. Hat recht. Ganz schlimmer Platzfehler, würde man beim Tennis sagen. Schauen Sie mal, wie unorthodox der Ball da wegspringt. Wäre schön für die Innsbrucker, endlich mal wieder zu gewinnen in Wien. Aber am Ende wäre es umso bitterer, bliebe es bei diesem Stand, den wir aus Graz hören. Wiener Neustadt führt wieder gegen Sturm mit 2:1. Und dann würde dieser Sieg gar nichts wert sein. Außer, dass man eine lange, lange Serie beendet hätte. Wieder Hofmann am Boden. Jetzt muss er behandelt werden. Rapid drauf und dran. Auch das fünfte Heimspiel in Folge zu gewinnen, aber es ist und bleibt eine knappe Führung. Hier bei dieser Aktion tut sich Hofmann weh. Die
Rapid. Verantwortlichen reagieren. Schaub macht sich bereit. Louis Schaub für den verletzten Kapitän. Hinkenderweise verlässt Steffen Hofmann den Platz. Verabschiedet von den 17.000 Fans, die gekommen sind. Erstmals Schaub am Ball. Wieder. Beuth. Behrendt. Sonnleitner. Burgstaller. Schimmelsberger. Gut gespielt. Sabitzer. Wieder Schimmelsberger. Sabitzer nicht im Abseits. Es gibt Eckball. Das Knie wird verarztet. Der Eisbeutel hergerichtet. Den möchte aber Hofmann offensichtlich nicht auf seinem Knie haben. Nach diesem Eckball werden auch die Innsbrucker nochmals wechseln. Wieder. Sehr weit ausgefallen, der Eckball. Dibon gegen Kofler. Der wird wohl bald aus dem Spiel genommen werden. Nochmals Eckball, nochmals Widra. Schütz steht schon an der Seitenlinie. Das heißt, Michi Streiter erhöht das Risiko, nimmt mit Kofler dann einen der beiden Sechser runter. Wieder gedacht in den zweiten Pfosten, aber auch dieses Mal fällt der Eckball zu weit aus. So, jetzt kommt es zum Wechsel. Kofler raus. Schütz rein. Wenn ich das richtig sehe, wird umgestellt auf zwei Stürmer, Gründler und Edom Wonci im Zentrum. Schütz auf der rechten Seite, Wiernitznik bleibt links. Dahinter Jeftic, Milosevic, einziger defensiver Mittelfeldspieler. Mehr kann man wahrscheinlich von draußen nicht mehr unternehmen. Jetzt müssen es die Elf Innsbrucker auf den Platz richten. Freistoß für die Innsbrucker. Verabschiedet wird Steffen Hofmann, der immer noch auf dem Weg zur Kabine ist. Jeftic. Foulspiel von Edom Wonci gegen Sonnleitner. Ja, ich hätte da eher, wenn schon, eher ein Ziehen von Sonnleitner gesehen, denn von Edom Wonci. Sonnleitner macht es geschickt, zieht, lässt sich dann fallen. Behrendt. Oder hätte es auch mal versuchen können.